Ja, das stimmt wirklich. Das ist ein Matrosenmesser. Kein Franzosenmesser, sondern ein Matrosenmesser von der Firma Otter. In einer schönen Ledersteckscheide und sowieso. Und überhaupt, wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldo Labaté. Die Sonne kommt bald und wir wollen über das Matrosenmesser sprechen. Dieses Teil hier ist ein sehr leichtes Messer. Du musst bedenken, du hast nur einen Holzgriff, der ist genietet. Hier hinten gibt es ein Loch für ein Lineat, das ist alles gut. Und meine Medium-Hände, die ich habe, können den Griff sehr einfach umfassen. Das passt einmal ganz gut. Wenn du wirklich Bratzen hast, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger werden. Aber Matrosenmesser. Dieses Messer ist relativ günstig, billige Eigenwerbung, ich gebe dir natürlich den Link in meinen Shop und auf Amazon, wenn du das dort anschauen willst. Und schau mal her, das biegt sich auch durch, also das ist eigentlich ein bisschen ein besseres Küchenmesser. Also, was ich damit sagen will, es ist nicht vergleichbar mit einem klassischen Outdoor-Messer, wie zum Beispiel dem Bushcraft Beaver, weil es einfach gar nicht so stark ist. Der ist starr, der ist für Bushcraft-Arbeiten, vielleicht auch ein bisschen Survival-Arbeiten gedacht. Und das hier, ja, wie gesagt, ist ein bisschen ein besseres Küchenmesser. Ist das deswegen schlecht? Nein, ich glaube, dass das Matrosen, das ist jetzt eine Mutmaßung, so wie ich das verstehe. Du brauchst ein Messer, um Essen zu schneiden, um irgendwas es gibt immer einen Grund, warum man ein Messer braucht. Und ein Matrose, der wird wahrscheinlich kein Klappmesser haben. Außerdem Klappmesser, so wie Opinel zum Beispiel, da braucht man zwei Hände und wenn man sie irgendwo festhalten muss an einem Schiff oder so. Ich glaube, dass ein Einhandöffner damals technisch noch nicht möglich war und Opinel-Messer einfach nicht das Richtige war, obwohl die auch sehr günstig waren. Ne? Auch in der Produktion und sehr einfach. Und daher glaube ich, dass sich das hier durchgesetzt hat und auch mit einer dementsprechenden Klinge, also da kann man auch ein bisschen arbeiten damit. Und das war's. Das glaube ich. Ich weiß es nicht. Wenn du darüber was weißt, schreib mir gerne einen Kommentar. Was bei dem Messer halt auffällt, ist, wir haben keinen Guard. Das bedeutet, weil so als Waffe zum Stechen, zum Schneiden von mir aus, aber zum Stechen, ich glaube, das ist nicht gut, weil da müsstest du da hinten so halten und wenn du da abrutscht, tust du selber weh. Das glaube ich alles nicht. Ja? Das heißt, ich glaube wirklich, dass das ein reines Arbeitsmesser war und auch ist. Übrigens, das ist Carbonstahl. Das bedeutet Otter schreibt auch extra dazu, bitte aufpassen, nicht nass werden lassen. Und ich glaube, dass das auch sinnvoll ist. Und was die Scheide betrifft, das ist eine Steckscheide, die so gemacht ist, dass man das Messer einfach reinfallen lassen kann. Ja? Also nicht irgendwie quetschen und sonst irgendwas, sondern das ist wirklich schön gemacht. Mit einer Gürtelschlaufe und Messer richtige Richtung einfach reinfallen lassen. Und wenn man es noch ein bisschen reinstopft, ja, bis zu einem Anschlag, da geht es dann eh nicht weiter, dann fällt das auch fast nicht raus. Ich meine, wenn ich jetzt wahrscheinlich eine Wurfübung mache, dann wird es vielleicht doch passieren, aber jetzt so, also da müsste ich mich wirklich gescheit bemühen, dass das rausfällt, aber ich kann es auch nur ganz leicht reingeben und dann, also ich finde das eine nette Sache ist, aber wir wollen mal arbeiten, ob das auch dann noch so cool ist. Buchenholz, Matrosenmesser, Carbonstahl. Schneidteufel, sage ich dazu nur. Schneidteufel, schneidet wirklich schön rein. Kann sich definitiv sehen lassen. Hier die dazugehörigen Locken. Sehr fein, wirklich sehr, sehr fein. Kann auch sehr tief eindringen. Richtiger Schneidteufel. Richtiger schöner Schneidteufel. Das bedeutet so als Outdoor-Messer, weil das auch immer wieder die Frage ist, ist klar, ich bin halt, habe halt eine gewisse Outdoor-Affinität. Also mag ich gerne, ja, dieses Outdoor-Zeugs. Ja. Und der Punkt ist, da ist das ein Mohrer-Messer. Also was Schneidfreudigkeit betrifft, um nichts nach. Das ist natürlich vom Sicherheitsaspekt her. Wie gesagt, ich habe das schon in vielen anderen Videos gesagt, auch bei eigenen Bushcraft-Messern, dieses Real Steel, das einen ähnlichen Stil hat, natürlich jetzt, aber auch keinen Guard hat. Ja? Ich mag das nicht. Das ist halt meine Meinung, aber das heißt ja nicht, dass das richtig sein muss. Ist es auch nicht, nur für mich. Ich will das hier. Ich will diesen Guard hier haben, damit ich wirklich glücklich sein kann. Und es gibt ja auch
wenn ich mir anschaue von dieses Pucco-Messer von Mora, das hat da vorne auch keinen Galt. Das taugt mir einfach nicht. Heißt aber nicht, dass die Messer schlecht sind. Ganz im Gegenteil. Der große Vorteil ist natürlich, weil ich keinen Galt habe, dass ich auch ganz feine Arbeiten, dass ich relativ nah rankomme an, ja, das schneidet gut und dadurch maximale Kraft aufbringen kann und Gefühl gleichzeitig. Ja? Also das ist super. Das ist wirklich super. Dass das Ding nichts zum Hacken ist und zum Batonieren, obwohl es ein Fulltang ist. Das muss uns auch klar sein. Aber so als Backup-Messer zum Schnitzen? Aber ich wäre natürlich nicht der verrückte Reine, wenn ich es nicht trotzdem probieren würde. Also das ist sicher nicht, also das ist dafür definitiv nicht erdacht und gemacht. Da wir aber, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem klassischen Mora, relativ lange Klinge haben, ist wahrscheinlich nicht 42er konform, schätze ich mal. Ja. Dazu ist auch ganz klar, weil jetzt legen wir den Biber dazu, ist das 42er konform, das Matrosenmesser? Nö, das ist es nicht, uje, uje. Ich kann nichts dafür und ich mache mich da auch nicht lustig drüber, ich finde es halt nur eigenartig, aber soll so sein. Ja? Nicht, also man darf es draußen nicht führen, außer man hat einen Grund dafür. So, ein Matrose zum Beispiel, ne? Also für Matrosen ist das gut. Schade, dass es nicht Franzosenmesser heißt, weil dann könnte man sagen, man fährt nach Frankreich. Na, egal, schneller Themenwechsel. Auf jeden Fall, weil man da doch einiges an Zug hat, also so schlecht ist das jetzt nicht. Dass es natürlich flexibel ist, das ist auch klar, es ist wie ein Küchenmesser, ja? wie ein Küchenmesser. Das heißt, ich würde das. Es geht mir ja immer so ein bisschen um diesen Outdoor-Aspekt. Also warum nicht, ja? Warum nicht? Da habe ich schon Schlechteres gesehen, nämlich auch von echten Outdoor-Messern, die zumindest so bezeichnet wurden. Du hast halt fast keine Masse. Ja, das ist vielleicht das Thema. Aber ja, cooles Teil. Also zusammengefasst, das ist durchaus für den Outdoor-Bereich auch eine gute Möglichkeit. Wirklich nicht schlecht. Wirklich, wirklich, wirklich nicht schlecht. Auch sauber verarbeitet und für das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, schaut es an, absolut top. Schneid, sehr, sehr schneidfreudig. Auch ein bisschen Haken, aber muss ja nicht unbedingt sein. Und das taugt mir irrsinnig, ja. Es liegt sehr schön in der Hand, aber das musst natürlich du für dich selbst entscheiden. Ja, schreib mir gerne einen Kommentar, was du davon hältst. Auch von der Klingenform, dass das hier nach außen immer breiter wird, dann nachher absinkt. Hast du, weißt du was über die Geschichte von Matrosenmessern? Warum heißt das so und sowieso und überhaupt? Das würde mich irrsinnig interessieren. Ich werde es jetzt immer wieder mal ein bisschen einsetzen und ein bisschen arbeiten damit. Und ja, vielleicht machen wir einen Langzeittest vielleicht. Was mir jetzt doch interessiert ist, haben sich durch dieses Hacken irgendwie die Griffschalen gelöst oder was? Nein, also das ist überhaupt nichts. Also. Ja, aber so richtig wild gearbeitet habe ich auch nicht und ist auch meiner Meinung nach nicht der Sinn dabei. Aber aus jetzt. Link zu dem Produkt gebe ich natürlich auch zum Buschkraft, lieber. Das muss einfach sein. Ich muss nur dazu sagen, ja. Reini raus vom Buschkraftmesser. Abo dalassen, da geht's in den Shop. Ein paar andere Videos auch zum Anschauen. Und beste Grüße aus dem Buschkraftareal auf Altula.at. Ciao, ciao.